Moin Leute, Trimax hier. Es kommt ein neues Clash of Clans Rathaus-Update. Rathaus 16 erscheint. Es wird ein unfassbar geiles Update, was dem Game noch deutlich mehr Tiefe verleiht. Es sieht unfassbar geil aus. Ich habe mich noch nie so sehr auf ein Update gefreut. Und wir gehen gleich ganz böse in den Pay-to-Win-Account rein, wo wir richtig Pain werden. Wir machen jetzt hier was sehr, sehr Dummes. Ihr macht es nicht nach. Wenn ihr spielt und ihr spielt viel, dann könnt ihr euch den Gold Pass holen. Und da dann auch sehr gerne mit dem Creator Code Trimax. So unterstützt ihr diese Videos. Clash von Nature Event wird auch einfach verlängert. Aber da sind wir gut Erster. Vielen Dank an jeden, der da mitgemacht hat. Ich habe gerade 1200 Euro aufgeladen. Aha. Kauf geliefert. Juwelentruhe. 15.400 mal 10. Da laden die Gems auf. Ja, ja, komm. Komm. Ja, ja, so ist gut. Das ist ein Update. Das ist ein Update. Sehr schön. Fähigkeiten sind unbezahlbar, by the way. Ja, ja, das kostet dumm viel. Aber guck mal, wir holen uns ja auch einfach eine Juwelenkiste. Dann haben wir... Brauchen wir gar nicht aufladen. Okay, wir gehen rein. Wir haben sau viele Gegenstände. Gibt's noch was im Shop? Den nehmen wir noch mit. Schmiede anheuern. 6 Euro. Direkt Level 3. Das ist das neue Gebäude. Oh, oh Gott, als allerwichtigste. Creator-Code eintragen. Heilige Scheiße. Habe ich schon was ausgegeben? Code senden. Ah, nee, wir müssen den Pass maxen. 20% alles günstiger. Ist noch Hammer-Jam-Event? Nee, ne? Nee, das würde keinen Sinn machen. Ist noch was. Oh ja, da ist noch was im Shop. Oh, wow. Okay. Update-Mega-Paket. Brauchen wir. Das Update-Mega, fünffacher Wert. 120 Euro nur. Ihr nicht. Leute, schaut meinen Free-to-Play-Plus-Pass-Account an. So, das war schon mal dick aufgeladen. Die ganzen Bücher brauchen wir. Auch nochmal 60 Flocken. Gekauft, da kommen die ganzen Bücher. Was haben wir hier noch? Noch mehr Bücher. Ziehen wir. Update-Angebot. Fünffacher Wert. Du bist jetzt startklar. Boom. Nächstes. Update-Angebot. Haben wir. Du bist jetzt startklar. Ich war heute schon sehr oft startklar. Wie findet ihr diese auch so geil wie ich? Diese Lebkuchen-Skins, wenn deine ganze Armee aus Keksen besteht? Soll ich mir alle 4 Kekse kaufen? Die machen mich so sauer. Ja, aber stell dir vor, die kommen gleich Max mit den neuen Heldenfähigkeiten. Kommt ein Keks und zerstört deine ganze Base. Digga, so viele Angebote gab es ja noch nie. Holy shit. Geiles Design auch von der neuen Spiele. Finde ich cool. Zack. Der Schmied ist bereit zum Loshämmern, Häuptling. Mit seiner Hilfe kannst du Ausrüstungen freischalten und verbessern, um deine Helden zu verstärken. Geil. Das gibt dem Game noch so viel mehr Tiefe. Erdbebenstiefel freigeschaltet, das ist für einen King, ne? Der ist krass. So, wir sehen jetzt hier das Menü. Er hat immer eine Passive. Und eine Active. Das hier ist der Vampirschnurrbart. Den Damage, den er macht, kriegt er Leben wieder. Und ihr seht schon hier, das hat eine neue Währung. Glanzerz. Okay, das erste Level geht noch klar, aber das wird wahnsinnig teuer über Zeit. Wir gehen als erstes ein Rathaus hoch. Nehmen wir dafür den Hammer. Wir haben viele magische Gegenstände. Das ist erstmal wichtig fürs Update. 18 Bücher der Helden. 33 Bücher des Bounds. 18 Universalbücher. Okay, ich habe mich ab und zu mal eingeloggt und habe mir ein paar Angebote gekauft fürs nächste Update. Aber dass da so viel zustande kam. 74 Forschungstränke. Toll. Gut gespielt. Da gehen die Props raus an den Vergangenheitsmax. Der hat da richtig vorgesorgt. Sehr schön. Okay, 20 Millionen Gold. Rathaus 16. Empfohlene Verbesserung am Arsch. Weiter. Finishen mit Hammer, mit Buch des Bounds. Zack, da ist es. Ich finde, dieses Rathaus-Design sieht so geil aus. Es ist Force of Nature mit Blättern und Wurzeln und so Gold und rotes Holz. Ultra geil. Hier können wir beim Rathaus die Waffe nicht verbessern. Okay, das fällt raus. Das ist halt ein Traum, ne? Das wird auch mein alleroberstes Ziel auf dem Free-to-Play-Account. Leider sind meine Kanonen und Bogenschützentürme super schwach. Free-to-Play-Plus-Pass. Die will ich jetzt hochballern. 2 auf Maximum. Die Kanone soll noch ein Ticken besser sein als der Bogenschützenturm, aber beides ist unglaublich stark. Die Bauarbeiter hatten eine Idee. Wir werden unsere Verteidigung noch mehr verstärken können. Oh, Pass, ich hab den Pass nicht. Scheiße, ich hab nicht in den Chat geschaut. Jetzt kostet mich alles 20% mehr. Ich hab den Free-to-Play jetzt am Anfang der Season fast schon wieder max. Das ist wirklich... Also hier zu Pain ist so dumm. Jetzt guck ich, hab ich Creator-Code drin? Ja, okay, krass. Oh, das neue Angebot. Das müssen wir uns holen. Gibt's Schlimmeres. So, geholt. 4 Millionen Gold habe ich gewastet. So, wir haben jetzt ca. 1400 Euro. Ne, vielleicht sogar mehr, ne? Also 1500 haben wir. 1500 Euro haben wir schon aufgeladen. So, jetzt muss ich aber auch noch das abholen, dass ich 20% geiler bin. So, Hammer. Kanone. Da muss ich Platz dafür finden. Oh, das sieht ja krass aus. Die kommen jetzt zusammen. Alter. Und finishen mit dem Buch. Querschlägerkanone. Das ist so krass gegen Queen mit dem Einhorn dahinter. Das macht Damage und dann dahinter gibt es nochmal den gleichen Damage. Das Ding ist sogar noch einen Ticken stärker in den meisten Situationen als der Multi-Bogenschützenturm. Und das Ding kann man auch verbessern.
Auch das machen wir auf Level 2. Oh Gott, wie geil. Das sieht mächtig aus. Mir gefällt das Design sehr. Zwei Kanonen sind dafür abgedüst. Machen wir erstmal nur hier hin. Neues Dorf machen wir dann. Mauern sind auch nicht dazugekommen, ne? Es ist nicht so viel. Guck mal, ihr müsst auch nicht, wenn ihr vergleicht, wie teuer das war, von Rathaus 14, Rathaus 15 zu maxen. Und jetzt müsst ihr von Rathaus 15 auf Rathaus 16 maxen. Sind das nicht so viele Ressourcen? Das heißt, alle sagen, oh, ich schaff's Free-to-Play niemals max zu sein. Doch. Eigentlich kam alle anderthalb Jahre ein Rathaus-Update, jetzt kam nach einem Jahr ein Rathaus-Update, ein paar Monate zu früh. Aber das ist nicht so dermaßen ultra viel. So, Multi-Bogenschützenturm, ziehen wir einmal so hoch, wieder mit dem Buch, bam, auch Level 2. Von da sind jetzt diese neu hochgelevelten Bogenschützen drauf, drei Stück, und die greifen mehrere Ziele auf einmal an. Jetzt mache ich erstmal was Smartes, die Goldlager hoch, die verbessern sich nur ganz bisschen, ne? Ich ziehe vier Goldlager hoch und habe dann nur eine Million Ressourcen mehr, das ist überhaupt, also das bringt gar nichts. Vor allem, man braucht sie auch nicht. Das ist das Krasse. Na gut, sie kosten aber auch nicht so viel. Brauchen aber viele Tage zum Upgraden. Die nehmen wir mit. Dunkles, auch, guck mal, wie wenig. 10.000 Dunkles mehr. So schlecht. Aber bei uns, nur auf diesem Account macht es Sinn, weil wir gleich viele Runen entzünden werden. So, hier sind noch die anderen Goldlager und das Design sieht halt cool aus. So. Boah, sieht sogar sehr cool aus. Heftiges Goldlager. So, jetzt können wir 23 Millionen Gold fassen. Und deswegen zünden wir direkt mal eine Rune des Goldes. Sind direkt auf 23 Millionen. Boah, so ein Goldlager, was voll ist. Schick. Nochmal die Verteidigung. Bogenschützenturm auf Multi. Animation auch so geil, ne? Dass es dann fertig ist. Finishen für Level 1. Boah, tut das weh. Zack, Level 2. Rune des Goldes zünden. Bisher haben wir noch gar nicht so groß die Gems angegriffen, wie ihr seht. Gibt's neue Mauern? Ja. Finishen. Gems kaufen. Finishen. Boom. Querschlägerkanone Level 2. Beide. Jetzt haben wir schon alle neue Verteidigung gebaut. Jetzt können wir natürlich noch die Verteidigung maxen, die wir bereits da haben. Und wir wollen natürlich auch auf die Mauern gehen. Labor wird das Wichtigste sein. Ja, ja, klar, gleich zum Angreifen. Und das neue Pet auf jeden Fall. Inferno-Turm geht auch nicht hoch. Bombenturm geht hoch. Die Sammler gehen auch nicht hoch. Die Kanonen gehen nicht hoch. Die X-Bögen gehen hoch. Das machen wir direkt. Zack. Ein X-Bogen oben. Oh, die sehen auch sehr, sehr, sehr nice aus. Zack. Und hoch. Hier haben wir die neuen X-Bögen. Auch geiles Design. Oh, ich finde die Farbgebung einfach geil. Noch eine Rune des Goldes. Streukatapulte geht auch nicht hoch. Monolith geht auch nicht hoch. Inferno-Türme auch nicht. Magiertürme gingen. Bogenschützentürme auch nicht. Rein von den Kosten. Luftabwehr hoch ist wichtig. Es werden richtig viele mit Luftabwehr spielen. Oh, die sieht auch krass aus. Geil. Noch eine Rune des Goldes. Digga, wie viel hatte ich denn davon? Luftabwehr hoch. Bauhütten gehen auch nicht hoch. Hier ist noch Luftabwehr. Zack, nach oben. Für 29 Euro kaufen wir uns die Ressourcen. Dann nutzen wir den Buch des Hammers, den wir bereits in der Vergangenheit gekauft haben. So, wir bleiben noch mal kurz bei... Wie viel, ja, wir haben noch Gems. X-Bögen sind alle oben. Minenwerfer geht auch hoch. Voll random, dass das Ding geht. Magierturm hoch. Boah, der sieht auch sick aus. Ich finde echt, jede Defense sieht nice aus. Was ist mit dem Minenwerfer? Ziehen wir den mal hoch. Boah, auch deutlich krasser als die auf das Level davor. Also designtechnisch mega krass. Perfekt. Bombenturm auch geil. Auch mit diesem Blattsymbol da immer drauf. Also ich feiere es sehr, Boah, wollen wir Defense echt maxen oder wollen wir ein bisschen... Okay, ich habe keine mehr. Das war's. Alle Runen sind weg, aber hier müsste noch ein Pass sein, oder? Ja, Rune des Goldes. Zünden wir. Ja, Mauern haben wir noch gar nicht geupgradet. Hier ist noch ein Bombenturm. Einmal hoch. So, was fehlt uns denn noch? Ach, Schmied kostet Gold? Das hätte ich ja nie gedacht. Das ist ja krass. Das ist wirklich einfach nur dämlich. Das dürft ihr niemals machen. Wir kaufen uns für 64 Euro 23 Millionen Gold. Ist das dämlich? Ist das dämlich? Minenwerfer hoch. Hier ist noch ein Magierturm. Zack, nach oben. Wir gehen in den Shop und kaufen uns 23 Millionen Gold für 64 Euro. Zack. Ja, da schmelzen die Gems weg. Und upgraden. So, wir brauchen aber noch mehr. 62 Euro Gold voll kaufen. Das macht so Bock zu... Eigentlich macht es so krass Bock zu farmen. Hier ist auch noch einer. Oh, scheiße. Haben wir es jetzt mal. Elixier Lager. Fuck, müssen wir auch noch machen. Obwohl, für die Runen lohnt sich das? Ja, müssen wir eh machen. Scheiße. Das kostet ja alles. Nochmal für 64 Euro. Wie dumm.
6000 wäre gut, 6 Millionen sind das immer. Finishen. So, haben wir. Ich hätte jetzt Bock, mehr. Wie viele Runen des Elixiers habe ich? Magische Gegenstände, ich habe Runen des Elixiers. 4 Stück. Ich kann mir noch eine im Shop kaufen, eine ist noch im Pass, dann habe ich 6. Da wollte ich eigentlich Ultra in Mauern ballern. Bücher des Bones noch 13 Stück, okay. Und Universalbücher habe ich auch noch. Für Gold, die Spiele geht ja auf ein hohes Level, ne? Und da müssen wir noch die ganzen Dinger upgraden. Heilerin-Puppe freigeschaltet. Schmied upgraden. Buch der Besserung freigeschaltet. Schmied Level 8. Ressourcen kaufen 37 Euro. Finishen für 10. Schmied Level 9. Alles freigeschaltet. Und jetzt überlegen wir uns. Das Gute ist, man hat das, was man Rathaus 15 sowieso hatte, Max. Die Helden verändern sich zwar, aber die Fähigkeiten, die ihr dabei habt, die bleiben ja. Wir haben jetzt hier beim der Queen, nehmen wir auf jeden Fall. Da könnt ihr einfach Heiler beschwören. Ausrüsten. Habe ich das schon? Da kommen einfach dann. Das ist so OP mit eurer Armee. Ich muss Queen Charge komplett lernen wieder. Ein Heiler kommt am Anfang. Am Ende kommen da 3 Heiler. Das will ich unbedingt haben. Das kann aber richtig toll werden. Was ist die zweite Fähigkeit, die wir mitnehmen? Wollen wir unsichtbar werden? Oder einen Ultra-Pfeil schießen? Gibt es das noch, dass mehr Damage gemacht wird? Weil das, ich glaube, hier geht sie nur unsichtbar, ohne extra Damage, wie früher. Jede Fähigkeit ist jetzt einzeln. Oder? Ist das mehr Damage? Ach doch, zusätzlicher Schaden. Ach krass, okay, ist doch, stimmt, 1560, okay. Dann wollen wir auf jeden Fall Unsichtbarkeit und die Heiler mitnehmen. Guck mal, Unsichtbarkeit und dieses Damage-Ding haben wir jetzt schon Level. Das wollen wir auf jeden Fall maxen. Jetzt haben wir diese Glanzerze, haben wir nicht. 2500 Gems. Ist instant fertig, braucht keine Verbesserungszeit. Ach du Scheiße, das gibt's nochmal. Wie hoch geht denn das? Auf Level 17, welches Level ist das höchste? Das geht noch höher. Ja, und das ist jetzt die Scheiße. 57 Euro für 2700 Glanzerz und 600 Glimmerz. Max Level ist 18. Boah. Das ist dumm. Das ist ein Held und eine Fähigkeit. Es gibt 4 Helden und du brauchst 8 Fähigkeiten. Wir machen das einmal. Wir ziehen einmal, dass die Queen Heilerin hat, hoch. Guck mal, jetzt spawnt ein Heiler. So, das wollen wir noch. Das machen wir jetzt einmal. Wir probieren es. Ihr rechnet mit. Ich muss nochmal aufladen. Da sind schon 1500 Euro drin. Kann ich hier nochmal aufladen? Kann ich mir jetzt die Juwelentruhe kaufen? Warum kann man sich denn nur 10 Juwelentruhen am Tag kaufen? Kann ich. Oh, okay, kann ich mir vielleicht eine Juwelenkiste kaufen? Ich habe irgendwelche kleinen Sachen in den Warenkorb getan und dann konnte ich in dem Warenkorb das Ding wieder auswählen. Alter. Nochmal für 1200 Euro aufgeladen. 10-mal Juwelentruhe. Ihr macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach. Gar keine Frage. Drückt mal auf okay. Und da kommen sie rein. Da kommen sie rein. Da wird nochmal aufgeladen. What the fuck? Jetzt gucken wir. Mehr aufgeladen als eben. Wie dumm ist das denn? Jetzt gucken wir, wie viel es tatsächlich kostet. Level 2. 120 Gems. Geht klar. Ah, jetzt kommt hier schon die Scheiße. Was ist denn das? Was ist denn Glimmerz? Ich hab den Eindruck, dass Glimmerz ist so teuer. 400 hiervon wieder. Ihr rechnet. Plus 600 Gems. Und wieder Glimmerz dazu. 13,40 Euro nochmal. 1340. 11,20 Euro. 14,40 Euro. 28 Euro. 19 Euro. 20 Euro. 41 Euro. 22 Euro. 23 Euro. 54 Euro. 25 Euro. 26 Euro. 57 Euro. Kommen jetzt 3 gemaxte Heiler raus. 36.860 Gems. Boah. Für eine Fähigkeit über 300 Euro von einem Helden. Und jeder Held hat 2 Fähigkeiten. Ich will auf jeden Fall, ich will das auf jeden Fall zeigen und auch angreifen. Wir machen weiter, weil hier bei dem Vampirschnurrbart ultra krass, da kann er den Schaden, den er macht, heilt er sich mit jedem Schlag. Root Rider habe ich noch nicht, müssen wir auch noch machen. Und das neue Pet auch noch. Ach du Scheiße, das neue Pet. Fuck, das neue Pet. Okay, machen wir Pet zuerst. Okay, wir müssen das neue Pet machen, das ist das Allerwichtigste. Das ist das OP-ste, was es jemals gab. Der Geisterfuchs, Spirit Fox. Diggy ist das beste Pet, was es gibt mit der Gladiatorin zusammen. Und Spirit Fox macht euren Helden und sich selber immer wieder unsichtbar. So kann eine Gladiatorin auf einem guten Level die gesamte Base zerstören. Und je höher der ist, ziehe ich hier die Buch der Helden immer, ne? Je höher der kommt, desto länger ist man unsichtbar. Digga, was geht ab? Wie viel Dunkles hatte ich denn? Was ist da passiert? Digga, was? Neue Heldenlevel, ja, 5 neue Heldenlevel. Ich muss einmal auf 0 werden.
Buch der Helden. Zack. Geisterfuchs, Level 10. Packen wir auf die Gladiatorin. Der Warden bekommt Diggi. Ja. Und der King kriegt noch mächtiger Jack. Der ist ja Level 15. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Queen hat jetzt das heilende Einhorn und 3 Heiler. Das wird gleich völlig crazy, der Angriff. Dann wollen wir jetzt aber noch... Wir sind voll auf Heilung. Ich lieb das. Wir gehen auf den Warden, der 2 Fähigkeiten, ewiger Wälzer. Fähigkeitsdauer 9 Sekunden lang, macht er alles unbesiegbar. Das Ding müssen wir behalten, das ist super OP. Mehr Leben. Und das will ich ersetzen. Mehr Leben will ich ersetzen mit... Oh, es gibt auch Schadenserhöhung. Mehr Damage in seinem Radius. Mehr Damage... Das ist ja auch toll. Das geht auf 50% hoch. Ich glaube, die Heilung ist besser. Die Heilung ist besser. Wir können ja immer noch einen Wutzauber mitnehmen. Auf gemaxten Level geht die Heilaura 25 Sekunden. Heilung plus Unsterblichkeit ist halt mega OP. Ich nehme Heilung. Ich nehme 100% die Heilung. Dann aktiviere ich mit einer Fähigkeit beide oder kann ich... Es hieß überall, es geht nur eins. Jetzt haben wir 2 aktive und keine Passive. Ist das ein Bug? Der Warden bringt dann nur was, wenn du zündest. Das stimmt. Mit einer Fähigkeit aktivierst du beides. Testkampf. Was haben wir für Truppen? Drachen. Die Heilung ist passive, aber... Ah, okay, die ist passive, aber aktiviert sich erst, wenn ich die active aktiviere. Daran ist sie gekoppelt. Sehe ich das? Jetzt habe ich es, dann ist es auch richtig. Dann haben wir eine aktive und eine passive. Ich kann die nicht beeinflussen. Ich kann nicht hier sagen, heil jetzt. Ich muss immer die active machen. Okay, wir machen einmal ganz kurz hier, zack, Labor hoch, Finish. Oh, das Labor sieht auch so nice aus, ne? Krass, ich will jetzt auch alles für Play so haben, ne? So dolle. So, und jetzt gehen wir hier nämlich ganz entspannt. Forschung, Drachen... Ich bin ein großer Drachenfan, die normalen Drachen. Gar nicht Elektrodrachen oder irgendwas. Wir werden auch noch die Root Rider spielen, auf jeden Fall. Aber wir machen jetzt mal einen Testkampf mit Drachen. Aber ist die Armee denn richtig? Wollen wir uns den Heileffekt des Wardens anschauen? Den wollen wir hochziehen, weil das ist zu krass. Das ist nervige Geräusche. Ist das noch teurer, die Fähigkeit? Nee. Was passiert hier? 41 Euro, 22 Euro, 23 Euro. 54 Euro, 25 Euro, 26 Euro, 57 Euro max. So. Trefferpunkte ohne 685. 150 Heilung pro Sekunde. Ist nicht passive. Aber wir können beides mitnehmen. Oh, plus 0,1 Sekunde für 25 Euro. 0,1 Sekunde für 25 Euro. Nochmal 0,1 Sekunde für 26 Euro. Oh, okay. Und letztes Level nochmal für 57 Euro, 0,3 Sekunden. Jetzt sind wir bei 9,5 Sekunden. Warden maxed. Den man auch gerne mal zum Funneln benutzt. Vampir-Schnurrbart. Ich liebe Lifesteal. In jedem Game. In jedem Game. Du machst Damage und kriegst dadurch Leben zurück. Wenn er mal außen rumläuft und keine Defense greift ihn mehr an und er greift da ein paar Kasernen an und ein paar Armeenlager, macht er sich einfach wieder Full Life. Was sind das auch für nervige Geräusche? What the fuck? So. Jetzt haben wir noch die Gladiatorin. Was ist eigentlich ihr? Was ist das denn? Ah, das ist die Scheibe, die sie wirft, ne? Oder kriegt sie mehr Leben und ist wieder länger unsichtbar durch den Spirit. Oder ist das nur Heilung? Ah, das ist nur Heilung und das andere ist nur die Scheibe, die sie wirft, ne? Digga, wir müssen Heilung hoch. Heilung ist hoch. Da, ohne Reden. Weil wir den Spirit Fox haben. Der macht sie dann wieder unsichtbar. Boah, wieder über 100 Euro. Jetzt haben wir das erstmal alles. Spirit Fox auch oben. Helden haben wir noch nicht gemaxt, ne? Wir gehen nochmal rein. Wir greifen einfach alles an, oder? Ja, Full Single Target Damage finde ich eigentlich scheiße. Aber eigentlich muss ich ihn ja überrennen mit meinen Truppen. Wir greifen mal an. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, ein Inferno-Turm rausgeblitzt noch. Das ist super. So, wir funneln mit dem King. Der greift jetzt an und heilt sich pro Schlag. Guck dir das mal an. Der läuft jetzt hier rum, greift die Kaserne an, heilt sich. Gut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Warden dazu. Queen hinterher. Gut, ich habe die Belagerungsmaschine vergessen. Jetzt greifen wir von hier wieder mit der Gladiatorin an. So, die heilt sich jetzt lächerlich. Und Spirit Fox macht sie immer wieder unsichtbar. Zack, wieder unsichtbar. Kann ich auch mal ragen? Gut, dann wir zünden jetzt mal den Warden. Und jetzt muss die Heilung, ist lächerlich. Sie sind alle unbesiegbar. Und sie heilen, sie können keinen Schaden kassieren und heilen sich. Immer noch. 9,5 Sekunden können sie keinen Schaden kassieren. Und 25 Sekunden lang werden sie geheilt. Die werden immer noch geheilt. Der King ist wieder hochgeheilt. Und der heilt sich auch mit jedem Schlag. Ja, wir brauchen noch mehr Heilung. Einhorn heilt die Queen. Queen aktivieren. 3 Heiler kommen dazu. Fliegen direkt in die Luftabwehr. Schön. Ja, Drachen tanken. Okay, die Heiler spawnen und greifen. Helfen nicht nur der Queen. Das sind ganz normale Heiler. Die sind nicht auf die Queen. Ey,
Der Warden heilt den King. Die Heiler heilen den King. Der King heilt sich selber mit jedem Schlag. Digga, was heilt denn hier alles? Ich habe 9 Heilungen dabei. Queen wird unsichtbar und die Heiler gehen weg. Echt? Nein, das lag nicht daran. Das lag da. Ach, guck mal. Ich hab die neuen Ausrüstungsressourcen bekommen. Aber es gibt doch noch eine weitere Ausrüstungsressource. Wo sehe ich die? Da, hier, guck mal. Sternerz kannst du ausrüsten. Du bekommst es in Clankriegen oder besonderen Ereignissen. Ich habe bisher noch nicht ein Sternerz gehabt, ne? So, das haben wir auf jeden Fall. So, jetzt wollen wir auch mal... Nee, wir wollen noch mal angreifen. So, ich mache jetzt mal was Frisches, was Neues. Hier ist keine Luftverteidigung mehr weit und breit. Queen rein, Queen zünden. Bumm. 3 Heiler. 3 Heiler und ein Einhorn. Die lassen wir erstmal machen. Keine Luftabwehr weit und breit. Und hier machen wir auch mal ganz ruhig den einfach. Gladiatoren kommt unsichtbar rein. Ey, wieso greifst du die Gladiatoren an? Wo läuft der hin? Ist sie dumm ein bisschen? Wieso greift sie nicht die Helden? What the fuck? Hä, das ist ein Bug, oder? Der Spiritfox hat sie getötet. Was war das? Wieso hat sie nicht die Helden angegriffen? Alle hinterher, so. Die neuen Drachen einfach wieder grün. Haben wir hier schon was verloren? Wie viele Heiler haben wir hier noch? Boah, das ist so fies, ne? Eine Queen auf Level 95. Mit einem Einhorn und 3 Heiler. Ich muss so doll. Einhorn kassiert. Schade, dass die Heiler das Einhorn nicht heilen können. Oh, hier treffen die sich. Funnel beendet. Jetzt ab in die Base mit euch. Rage-Wing immer. Guck, wir gucken auf den Drache. Guck mal, der war fast tot. Jetzt ist der die ganze Zeit unbesiegbar. Kriegt kein Damage. Und ist in der Heal-Aura und wird 25 Sekunden lang geheilt. Der wird immer noch geheilt. Der war tot schon, ne? Noch eine Falle kassiert. Gut, jetzt ist... Oh, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist in eine schwarze Mine geflogen. Wir machen weiter, bevor wir gleich zur neuen Truppe kommen. Boah, das ist echt viel. Machen wir dann ein zweites Video lieber? Ist besser. Zweites Video kommt später oder auf Second Try Kanal. Schaut da gerne vorbei. Wir gucken uns jetzt noch die neue Truppe an. Werden noch was in der Schmiede upgraden und mauern. Mauern gehen wir noch nach oben. Denkt sehr gerne an den Creator Code. Meinung zum neuen Rathaus Update sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich da auf Free to Play noch sehr drauf. Das kommt ja auch noch. Deswegen auf jeden Fall abonnieren, um nichts zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Tschüss.